Eines der wichtigsten Kommunikationsmittel im Konsumgüterbereich ist noch immer die Verpackung des Produktes. Diese muss nicht nur fürs Marketing gut aussehen, sondern sie hat noch einen viel wichtigeren Zweck, nämlich dient sie dem Kunden als Informationsquelle. Das Etikett des Produktes trägt nämlich wichtige und notwendige Informationen, wie beispielsweise die Inhaltsstoffe, die Nährwerte, das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie Allergene oder auch Zusatzstoffe. Was alles auf dem Etikett abgebildet sein muss, ist durch das Kennzeichnungsrecht vorgegeben. Das ist jedoch sehr umfangreich. Damit Sie dort nicht in Schwierigkeiten geraten, empfehle ich Ihnen heute die Teilnahme am Keen Expert Praxis Workshop Lebensmittelkennzeichnung. Von der Rezeptur zum rechtskonformen Etikett. Dort lernen Sie anhand von fiktiven Rezepturen oder auch anhand Ihrer eigenen Rezeptur, die Sie uns gerne vorab zuschicken können, wie Sie das Kennzeichnungsrecht praktisch und rechtskonform anwenden können. Also, jetzt anwenden fürs Seminar und bis dahin.